Hallo, herzlich willkommen zu einem kleinen Let's Play. Scheiße. Es wird eher kein Let's Play, das wird eher ein 100% Walkthrough. Ich werde alle Terminals einsammeln. Zum zweiten Mal. Ja, warum zum zweiten Mal? Ich habe eben schon mal aufgenommen und habe gemerkt, dass ich nach dem Durchspielen auf einmal, er nimmt gar nicht mehr auf. Und dann, ja, okay, scheiße. Aber das hier die Datei löschen. Nochmal von vorne. So. Los geht's. Jetzt können wir uns das erste Mal bewegen und ich habe mit dem ersten Bewegung den Timer synchronisiert, weil ich, also schon wieder synchronisiert, also noch läuft die Aufnahme, deswegen laufe ich gerade durch die Wände. Wir können rumlaufen und uns zielen, sonst nix im Moment. Jetzt muss ich noch einmal 100% spielen, wow, egal, kein Problem. Das sind Speicherpunkte. Und er setzt unsere Klone zurück. Also auf 0. Wie gerade gesehen hat, kann man das auch als Sprungschanze benutzen. Ein bisschen. Das wird später nützlich. Rechts geht's nicht lang, wie man sieht. Entschuldigung, wenn ich mich ein bisschen beeile. Weil ich, mal gucken, ob ich meine Zeit ausschlage. Deswegen. Mit der rechten Maustaste können wir jetzt Klone erstellen. Die alles machen, was wir machen. Genau. Gleiche, also auch greifen, mit S kann man greifen, tun sie auch. Man kann sie auflösen, entweder mal indem man in sie reinläuft oder über so ein Licht. Oben ein Schalter, oben einen drauf, ich drauf, zack, bumm, fertig. 1, 2, 3, 4. Hallo? 4. Terminal 1. Ich werde die Terminals alle wegdrücken und ganz zum Schluss einmal alle durchlaufen lassen. Broadcast Location, Mind Science Laboratory, Space Station CCS. What you're telling me isn't possible. Links kommen wir nicht rüber, da ist ein Abgrund. Tell me who I just ejected into space. Ach. Jetzt können wir auch mit der linken Maustaste swappen. Die Charaktere quasi. Die Haupt Charaktere. Ich werde natürlich bei den 100% Run auch die ganzen Achievements zeigen. Ach Moment, es geht ja anders. Tada und tschüss. Ganz easy. Blums. Blums. Terminal 2. Tür öffnen. Hier brauchen wir einen so einen Orb.
Und ich werde rechtzeitig sagen, wann wir alle Orts-Ops haben. Das ist Log 3. 1, 2, 3. Easy Rätsel. Einen drauf. Längs laufen. Swap. Swap. Mal gucken, ob ich meine Zeit schlage. Wäre cool. Zack. Und sobald das Zeug hier auftrifft, können wir auch den Teleporter benutzen. Zack. Wir können nur... Ups. Nach rechts, genau. Hier ist sonst nichts. Außer Bestenlisten. Nein. Hello? Nein. Ich werde das auch in Zukunft nicht mehr vorlesen. Also überhaupt nicht vorlesen. Diesen Raum oben werden wir auch noch betreten. Wie man sieht, hier glänzt. Was ist das? Keine Ahnung. Zweimal werden wir den Raum betreten. Wow. Rechts ist nichts. Und runter. Es geht nur nach rechts. Also wir werden die Rätsel nicht in der richtigen Reihenfolge machen. Hoppla. Weil später gibt es Türen, in die man... Für die... Mit S kann man greifen, wie gesagt. Hallo? Für die man bestimmte Orbs braucht. Eine bestimmte Anzahl. Und ich werde sie halt nicht in der richtigen Reihenfolge machen. Hier geht's hoch und jetzt... Falscher Knopf, warum drücke ich mal F? Gehen wir erstmal hoch diesmal. Statt meine erste Aufnahme. Holen wir uns erstmal das Achievement, das erste. Erstmal die Steine. Die kann man halt nicht nachlesen. Muss ich ein bisschen stehen bleiben. Also, jetzt, man spielt dieses Spiel durch und denkt sich, man kriegt kein einziges Achievement. Warum? Man stellt sich hier unten drunter, kann hier hoch und hier rechts. Hallo, hier rechts, danke. Und hier rechts das erste Terminal, das ich euch auch markieren werde im Video, in der Beschreibung. Zack. Message from home. Und jetzt darf man nicht sterben, weil sonst muss man das nochmal holen. Ich hoffe, dass ich diesmal nicht sterbe. Ja, ich bin gestorben letztes Mal. So. Ja, ja, ja. Hier brauchen wir zwei Orbs. Also links rum. Da ist auch heiß. Auch ganz einfaches Rätsel. Man geht hoch. Legt den hoch. Geht ganz nach links. Geht nach rechts. Swap. Fertig. Terminal 4. Watcher 1 bis 5. Und hier Message 1 bis 4. Sieht man, ich habe das jetzt alles. Jetzt gehen wir rüber. Aktivieren diesen hier. Könnt theoretisch runter. Gehen wir aber nicht, weil hier geht es auch noch lang. Ein Rätsel. Ganz einfach. Erst nach rechts. Macht nämlich die rechte Tür auf. Dann ziehen wir das hier nach links. Der wird eingesperrt. Ups. Ich habe mich umgedreht. Egal. Nach links. Na gut, dann nicht. Ehrlich. Ganz easy. Die ersten Rätsel braucht man wahrscheinlich auch nicht erklären, weil die ersten Rätsel sind halt so ein bisschen zum Probieren. Im Blauen kann ich eben keine Typen reinsetzen und im Roten kann ich nicht swappen. Jetzt geht's erstmal runter. Bumm. Bumm. Nein, erstmal nach links. Wie der da liegt. Ah! Ich fuhr's dir ein. So, jetzt kommen wir zum... Nicht. Transportstrahlen, da müssen wir auch noch runter. Da unten ist nämlich auch noch ein Terminal. Ja, genau. So. Gehen wir erstmal hoch. Zack. 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 Hey. Zack. Danke. Hier ist nichts. Wie man nicht denken könnte. Aber hier ist was.
Nicht umsonst kann man da nicht reinswappen. Oh, zu spät. Hoppala, das war ganz schön knapp. Und da rein. Automatisch wird hier gespeichert. Jetzt gehen wir da runter. Zack. Und nach links. Auf der linken Seite finden wir Terminal Nummer 2. Zack. Nach 5 Minuten. Später. Also nach 8 Minuten. Etwa gleich. Zack. Und zack. Jetzt gehen wir wieder runter. Banzai! Hier dieses Rätsel ist auch cool. Ich hoffe, dass ich diesmal beim ersten Mal schaffe. Wir ziehen jetzt hier durch. Tun den Treffen. Und zack. Hey. Und hier muss man runter swappen, also stirbt einer. Seht man, der stirbt. Zack, zack. Ja, ich könnte auch so machen. Geht schneller. Hä? Lol. Ich könnte auch so machen. Geht schneller, habe ich gesagt. Terminal. 5. Haben wir weiter. Weiter, weiter, weiter. Da ist Terminal 6. One more. Okay. Oh, es geht ja hoch. Zack und zack. Wir gehen auch hier erstmal oben lang. Terminal, zack. 1, 2, blub, haben wir alle. Hier stellen wir uns drauf. Ein rüber. Draufstellen. Klappt das? Ja. Zack. Zack. Also bei den Rätsel muss ich nur nicht erklären, weil die sind eigentlich ziemlich selbsterklärend. So, hier ist ein bisschen trickier. Wir wollen, dass das Blau oben ausgeht. Hier gibt es nur einen Schalter. Das heißt, wir stellen uns hier irgendwo hin, dass wir noch swappen können. So weit vorne wie möglich. Nicht in den Lichtstrahl. Swappen raus. Swappen raus. Schalter ist gedrückt. Zack. Hä? Zack. Hallo. Zack. Fertig. Ups, ich hatte gerade die Hand nicht am der Maus, das wäre tödlich. Zack. Drücken den Knopf. Warten kurz, weil das hat mich einmal schon erschlagen. Also nicht in der letzten Aufnahme, aber hat mich schon erschlagen. Wir gehen hier rein, swappen nicht darüber. Wir swappen hier runter. Jetzt gucken, dass wir alle haben, weil wir brauchen die alle. Also so ziemlich hier. So weit vorne wie möglich. So weit vorne wie möglich. Ganz nach unten. Und nach rechts. Nächste. Und der nächste. Zack. 3. Nach 11 Minuten. 3 Achievements schon. Das sind nämlich die Achievements, die man freischaltet. Diese versteckten Terminals. Ja. Ziemlich brutal versteckt. Was wir jetzt machen. Wir swappen nach oben und da rein. Das ist nämlich die schnellste Reisemöglichkeit. How did you get back here? Why are you following me? Look, it's too late now to apologize. Just let me go. Nö. Da kommen wir auch noch hin. Ist aber unnötig irgendwie. Dieses Rätsel ist total einfach. Wenn man fliegt, kann man hier sich halt nicht wirklich bewegen. Ein hoch und während man läuft, läuft er eben. Nicht bewegen, bis man durch ist. Und hier kann man alles resetten. Da oben ist nichts. Braucht man nicht hin. Hier kamen wir noch nicht rein. Braucht man 9. Das heißt, wir gehen einfach durch. Hier ist tödlich. Wie man sieht. Gehen erstmal nach rechts. Und hier nach unten.
points to a reasonable level. Das ist der unterste Level. Terminal zuerst. Zack. Das ist total easy. Also erstmal stellen wir einen Typen hier drauf. Einen Typen da oben drauf. Jetzt laufen wir weiter, dass der oben da steht und ich hier. Swappen zu diesem. Stellen einen hier drauf. Gehen zu diesem und swappen durch. Das war Level 1. 1 bis 7. 1 bis 7. Ups. Hallo. Danke. Ah, das Rätsel ist auch brutal. Wir stellen uns hier drauf. Das Blau verschwindet. Hier können wir nichts machen. Okay. Blau verschwindet. Wir stellen einen drauf. Blau verschwindet. Wir schicken einen um Kreis. Ganz wichtig. Dann springen wir hoch und lassen den unten auf diesen Schalter hier laufen. Dann stellen wir einen hier drauf. Und swappen uns da durch. Finale. Ganz easy. Ich mache das ja zum vierten Mal jetzt alles. Ist kein Problem. Hallo. Danke. Wenn man dieses Portal benutzt, werden alle Klone gelöscht. Deswegen. Hier drauf. Warten. Im roten können wir ja rein klonen. Deswegen einer drauf. Ganz nach vorne. Währenddessen öffnet sich das und tschüss. Jetzt gehen wir wieder runter. Ja, Moment, war das unsere Ausfahrt? Ja. So, jetzt gehen wir nach unten. Obwohl wir schon genug hätten. Das Problem ist, um das Spiel durchzuspielen, braucht man 100% aller Orbs, sonst kriegt man es nicht durch. Ich meine, da drüben ist nichts, ne? Doch. Hier gibt es gleich zwei. Zwei Stück. Also, von... Ihr wisst schon. Ein hier, ein hier. Ein auf die Kante. Auf die Kante ist wichtig. Ein hier oben. Nach links laufen mit diesem. Den einsammeln und hoch. Zwei Achievements meine ich. War doch hier, ne? Ah, ne, es war nicht hier. Gehen wir erstmal nach rechts, falls es doch hier ist. Ach ja, ganz easy. Auch ein easy Rätsel. Wir holen uns dieses Teil, in dem wir den Klon runterschieben lassen. Vereinen uns am besten gleich wieder. Hüpfen selber hier hoch. Gehen hier aber hier rüber. Nehmen jetzt dieses hier. Hüpfen dann darüber und schieben das ganz durch. Bis hierhin, dass es den Knopf drückt. Und dann geht's hier hoch und Finale. Jetzt gehen wir da runter. War nicht hier, okay. Alles klar. Also, erstmal tun wir hier oben einen stellen. Dann gehen wir durch. Stellen uns aber so hin, dass der da oben ein bisschen weiter rechts steht. Stellen hier einen weiter links hin, hier einen weiter links hin, gehen hier hoch. Jetzt haben wir das Problem, es fehlt einer. Das ist der Trick, dass der hier runterfällt. Und jetzt haben wir einen über. Zack. Nein! So, jetzt gehen wir wieder hoch, weil da unten ist nur eine Transportmöglichkeit, mit dem kann man sich dann schneller durch die Gegend hier bewegen. Ist total egal. Brauchen wir nicht. Ich nehme sogar noch auf. Geil. Jetzt gehen wir da hoch. Wir wollen dann natürlich da nicht sterben. Gibt es halt eine Möglichkeit. Wir können swappen. Wow. So, jetzt
warten wir, bis der Stein durch ist und swappen uns dann da durch. Was ich gerne mache, ist einfach diesen hier zur Sicherheit runterlassen, falls man doch da mal hinkommt. Ist aber total für den Arsch, braucht man nicht. Man kommt nie wieder dahin. I've found the ship. We can't leave. I'm afraid to stay. Don't come up here. If possession means anything anymore, then this isn't yours to see. Hier können wir nicht swappen. Gehen wir erstmal hier hin. Ah ne, hier ist ja gar nichts. Terminal 8. 1 bis 8, 1 bis 8. Auf schneller! You came anyway. You've seen what's left of the ship. I suppose you had to see for yourself. I suppose watching a mind unravel into bare matter is cathartic. I suppose. Who is this I doing all the supposing? Is it still me? Is it them? There's only one way to be sure. I just don't know if they'll let me take it. Okay. Das tut uns nichts, ist kein Problem. What happened? Keine Ahnung. Wir haben bis jetzt drei. Okay, ich weiß, wer der vierte ist. Who are you? I beg your pardon. This place changes people. My name is Chalmers. I worked here a long time ago. Oh, but I'm afraid I'm headed for the mine Scilab with some urgency. I'll try to. Wir fahren nach links, kommen aber nach rechts raus. Das macht total Sinn. Also, jetzt könnten wir, theoretisch, können wir? Geht es jetzt schon? Das geht schon. Tatsache. Jetzt können wir uns... Okay, können wir noch nicht. Dann gehen wir weiter. Ich setze mich kurz mal anders hin, weil ich habe schon, wie gesagt, ich habe schon mal anderthalb Stunden das Spiel gespielt. Und dementsprechend mache ich das gerade noch einmal. Das ist der Raum von vorhin. Hier können wir nicht selber laufen. Hier müssen wir mit unserem Beam durchkommen. Erstmal nach oben. Und dann nach unten. Und unterwegs haben wir hier einen Stein. Hoffe ich doch. Okay. Den haben wir auch. Laufen wir wieder. Oh, und somit kommen wir zu unserem nächsten Achievement. Wir tun uns einfach hier hinter das Elektrozeugs beamen und gehen nach links. Achievement 4. Oh, Mist. Mist, ich habe zweimal drauf gedrückt. Egal. Ja, weil ich halt 11 Zeiten haben, muss ich mir merken. Mist. Jetzt gehen wir erstmal wieder hoch. Keine Ahnung warum. Hier geht's nicht lang. Wir gehen jetzt im Kreis, also links unten fangen wir an, dann gehen wir nach oben. Silence, I kill you! Okay, das ist ein cooles Rätsel, immer wieder. Hier kann man ja keinen reinsetzen. Hoch, swap. Swap. Und jetzt, einen Typen. Jetzt stellen wir einen Typen hier hin. Und gehen da hoch, weil durch die rote Schranke können wir nicht swappen. Fertig. Jetzt kriegen wir drei Stück. Das war nämlich ein Dreier. Es fängt nämlich Dreier an, später gibt es noch einen Sechser. Ja, das seht ihr noch. Zack und zack und zack. They have no physical senses, no moving parts. Still, I find it hard not to wonder.
Can an electrical impulse in a rock really be considered a thought? Ja, er stellt einen Typ drauf, swappen hier rüber, weil hier ist er frei noch. Und laufen, dass er hinten ist. Wenn wir den nämlich draufstellen und nach vorne laufen, aktivieren sie beide und wir swappen dahin. Vorbei. Jetzt gehen wir darüber. Zurück. Terminal 9. Hätte ich fast vergessen. Okay, mal gucken, wie ich mich wieder anstelle. Rüber swappen, drauf. Hallo? Drauf. Rüber swappen. Drauf. Drauf. Zack. 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 Die unten brauche ich nicht mehr, die, aber hier, doch, also unten brauche ich die nicht mehr, hier oben brauche ich einen davon. Und fertig. Klatsch, klatsch, klatsch. Das waren die Rätsel schon, alle. Schnell, ne? Nein. Alter, war das knapp. Ja, 15 Stück brauchen wir. Wir haben 22, könnte reichen. Yes, baby. Terminal 10. 1 bis 14. 1 bis 10. Und die 4 Achievements. Runter. Wir gehen erstmal nach links und holen uns die 2 Achievements. Runter. 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 Links. Oder? Nein, nein, wir holen uns nicht erstmal das Achievement. Wir holen uns diesmal erstmal rechts den Orb. Ah, ne, rechts ist. Ja, doch, der Orb. 12. Wie ihr seht, ist eigentlich, sollte man erstmal noch nach links gehen. Ein rein. Der ist gefangen. Das heißt, wir haben einen weniger. Jetzt kommt der Clou. Wie lösen wir dieses hier? Einen hier. Ups. Einen hier. Reinswappen. Und alle links unten versammeln. Ganz wichtig. Alle links unten versammeln. Wenn ich hier draufstehe, kann ich nämlich runterswappen. Einen hoch. Hallo? Einen hoch. Dann gehe ich zu dem zurück. Und tschüss. Ah, jetzt bin ich drauf reingefallen. Zack. Ach, meine Güte. Okay, hier gibt es ein Achievement, das ziemlich schwer zu erreichen ist. Man muss da hoch und da rüber springen. Gleich beim ersten Mal, ich fall um, ja. Fünf. Noch 26 Minuten, ey, ich bin stolz. Jetzt nicht sterben, sonst muss ich es nochmal holen. So, jetzt gehen wir erstmal hier rein, holen uns noch nicht das andere Achievement, wir machen von oben nach unten. Seht ihr, hier ist 11. Ich hätte erstmal runtergehen sollen. Was wir machen, wir stellen einen hier hin, also stellen nicht hier hin, also wir stellen uns drauf, stellen einen hier hin, fahren wieder runter. Laufen ganz nach links. Stellen einen hier hin. Im roten können wir das ja. Und jetzt können wir reinswappen. Warten, swap und tschüss. The problem is always no matter how far you dig down into the human brain, you'll never identify. Jetzt holen wir uns erstmal das Achievement. But the swapper has taught us that the mind is some fundamental part of the universe which is not physical and which we can now control. Wir müssen dieses Rätsel lösen. Dazu hallo, Maus, rechts bleiben. Dazu nehmen wir den Block, den Stein, setzen ihn vor das Licht
Setzen einen hier hoch. Zurück. Mit dem Stein. Ganz wichtig, nicht nach links laufen, sonst fällt er ja runter. Hier hin, swap. Hier hin. Wie viel habe ich noch? Ich habe noch einen. Na gut, dann machen wir es halt so. Zack. Und zack. Nein! Du Trottel. Ist da runtergefallen. Was machst du? Egal, noch einmal. War ja nicht so schwer, ne? Zopp. Weil das Wichtige ist, dass der Stein erst runterliegen muss, bevor man diesen anderen Typen hier drauf stellt. Alter, ich treffe doch so einen Arsch. So. Und ganz wichtig, jetzt müssen wir hier runter. Diesen Block hier wegmachen. Stellen einen Typen nochmal hier drauf. Und da drauf. Gehen nach rechts. Knopf wird gedrückt. Und wir können hier durch. Da ist noch ein Achievement. Versteckt. Nach 29 Minuten haben wir das Sechste entdeckt. Das geht schnell. Ich bin viel schneller als vorher. So. Zack. Jetzt haben wir noch links eine Richtung. Hier ist nichts, hat sich nichts geändert am Stein. Geh auf, geh auf. Dieses Rätsel ist... Habe ich verkackt vorhin. Naja gut, kein Problem, aber... Wir stehlen erstmal dieses Teil hier unten hin. Sonst funktioniert es nicht. Hier drauf. Hä? Hallo? Hier drauf? Hier rüber. Und der obere fällt... wichtig, der obere stirbt halt immer. Oh. Das ist gut. Ich aber nicht. Ah. Ich brauche eigentlich nicht alles, aber egal. Hab mich gerade noch so gerettet, wie ihr gesehen habt. Alter, schon wieder runtergesegelt. Diesmal nicht. Okay, okay. Ist das nicht? Ich bleib ein bisschen weiter links stehen, ist egal. Die anderen segeln ja eh runter und sterben. Das ist jetzt wurscht. Zack. 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 So. Und darüber. Bumm. Und tschüss. Jetzt können wir hier wieder raus. Alles erledigt. Wir nehmen aber diesen Teil, damit es schneller geht. Hallo? So. Moment, da unten war richtig. Jetzt kommt doch... Nein, jetzt kommt was anderes. Müsste doch aber trotzdem kommen. Ich kann besser schießen. Ah doch, jetzt kommt. Das ist... Danke. Das ist für den neuen aufgebaut. Jetzt werden wir, werden jetzt rechts gehen. Wenn wir in den rechten gehen, kommen wir rechts, weiter rechts raus. Das heißt, so tun wir alles aufdecken. Ich kann nicht zählen. Eigentlich muss ich gar nicht so lange stehen bleiben. Ihr könnt ja auch Pause drücken. Oh Moment, hier ist ja noch ein Stein. Hier unten jetzt weiter. Also, damit haben wir diese Räume auch alle abgeklappert. Dieses Terminal darf nicht übersehen werden. Log 14 eben. Wie ihr seht, haben wir eins übersprungen, weil wir nicht weitergegangen sind. Hier hätte man eigentlich erst später kommen sollen. Jetzt gehen wir hier durch und eins der... Ups.
Ist klar. Drei Portale. Erste. Hallo? Erste. Ist ganz einfach. Wir wollen erstmal das Blaue leer kriegen. Das ist nämlich der hier hinten. Stellen uns so hin, dass wir gerade noch schießen können. Swap. Swap. Und Swap. So, jetzt kommt einer hier oben hin. Ganz wichtig. Dann rennen wir ganz Zeit nach links und sammeln alle unsere Kollegen ein. Wir brauchen eigentlich nur zwei. Stellen einen hier hin. Stellen einen hier hin. Und Swap. Muss auch einen Knopf drücken natürlich. Also, Terminal 13. Da sieht man schon, wir sind schon 1-2. Also erstmal hüpfen wir hier drüber. Ich hoffe, es klappt diesmal beim ersten Mal. Ja, cool. Wenn ich dann nicht. Der Typ, der jetzt hier runterspringt, der stirbt. Egal, wie man macht. Deswegen, man muss swappen. Nicht swappen. Nach links. Den stellt man jetzt ganz vorsichtig an die Kante. An die Kante. Swappt zu diesem hier. Tötet den. Hüpft mit dem rechten rüber. Stellt einen Typen hier drauf. Geht nach links. Holt sich den. Tötet den. Hallo? Danke. Ups, das war doof. Muss hier stehen. Jetzt. Bumm. Nicht da runterfallen, wie sonst. Und das letzte Rätsel. Oh, das ist ja cool. Das ist mein Lieblingsrätsel. Keine Ahnung warum. Mach mal das so. Plopp. Komm ich da wieder drauf? Ja, ich wollte nur sicher gehen, dass ich da nicht sterbe. Beide nehmen die Kiste. Beide nehmen die Kiste und rennen mit der ganz nach hinten. Müsste eigentlich reichen. Hat schon längst gereicht. Jetzt warten wir, bis die Kisten wieder den Knopf drücken. Gehen hier hoch. Swap zu unserem Kollegen. Töten den da oben, warum auch immer. Und nehmen den Orb. Tschüss. Alle drei Rätsel gelöst. Ich habe bei dem hier so lang gehangen. Oh Gott. Das glaubt ihr gar nicht. Jetzt gehen wir zurück. In den Hauptsaal, genau. Machen wir es so. Geht schneller. Ja, jetzt geht's hier mal wieder nur hoch. Airlock. Ich nehme immer noch auf. Ist ja brillant. Ah, jetzt kommt das hier. Wir müssen einfach gegenüber, weil hier ist überhaupt nichts. Ein bisschen höher. Man kann da rumfliegen, aber da ist wirklich tote Hose. Weil alles wird ja angezeigt, auch Terminals oder auch Steine. Hier ist gar nichts, auch wenn man da rumfliegt. Totaler Quatsch. Terminal 15. War da nicht eins, das wir übersprungen haben? Ja, genau. Seht ihr, jetzt haben wir das auch bekommen. Das 11er. You made it. Good show. But we're running out of time. Dennett and I, we underestimated the Watchers. We have to stop them. Looks like gravity control is inactive. Get it online and come help me here. 30 Stück brauchen wir hier, wir haben 43. Swap, und wir sind rum. Zack. Schieben uns ein bisschen mit, ist aber nicht nötig. Hier hoch. Stein. Jetzt gucken wir kurz auf die Zeit, auf die Zeit. Mysterious Rack Sample. Hier durch, aber erstmal hier. You're here. Good.
This is the first Watcher we ever discovered. The head. It sorts, filters and distributes the thoughts of every Watcher in broadcast range. It also killed the crew. They're like every other living being in that respect. You corner them and the defense mechanisms kick in. Very effective. Something in the air. We probably have a few hours to live. Unfortunately, these things are practically indestructible. There's no time to jettison them all and nowhere to run. You're going to have to engage it with a swapper device and take control. Once the Watcher mind is in your body, it'll be harmless. Once you're in there, just try to keep it together until I can come and pull you out. I wish you luck, but honestly, it should be straightforward. Get away from that thing. That isn't going to work. There's only one way to do this, and it's mine. Ja, schön. Man kann auch nicht weggehen und kann es nicht skippen. Merkt euch mal diese Zellen. Quasi. Und wir haben jetzt gerade gelehrt bekommen, dass wir also die Swapper eigentlich nur mehrere Stunden zu leben haben. Extrapolating from your behavior thus far, I can only conclude that you're hopelessly deranged. Very well. Head towards control. I'll see if I can't come up with some common ground. Jetzt sind wir wieder in dem gleichen Raum. Are we going home? Bloß diesmal kommen wir hier nicht mehr drüber, zu diesem Lift nach oben. Diesmal müssen wir diesen hier nehmen. Well, I had hoped to reason with you, but trusting others to see sense is how we ended up like this. No, I won't ask you to examine the evidence and pick a side, only that you act in your own self-interest. I am going to land this station on the planet below. Unless you detach the solar panels first, Theseus will be destroyed. Ihr seht oben diesen Gravitationsgrill. Ja, nee. I do not believe so. Damit hatte ich ein paar Minuten schönen Spaß. Mal gucken, ob ich es mal schaffe. Ein bisschen schneller. Wir müssen nämlich darüber. Ja, wir müssen darüber. Ich glaub's nicht. Ach, du Scheiße. Ich kann hier nicht swappen, Scheiße. Ich kann da keinen Typen legen. Da werden wir, glaube ich, jetzt ein paar Minuten Spaß haben. So wie letztes Mal. Ja. Das ist einfach Glückssache, dass man darüber kommt, weil von der Schräge aus ist es nicht so leicht zu hüpfen. Alter, der letzte Pixel noch erwischt oder was? Oh, ich bin drüber, das gibt's gar nicht. Dann laufen wir links weiter und tun endlich unser verdientes Achievement anlocken. Nummer 7. Damit haben wir jetzt 7 Achievements. Bisher. Es kommen noch 3. Ich weiß sogar, wo die sind. Es geht. Ich weiß, wo die sind. Ja, mal hoch, bitte. Dieses werden wir erstmal auslassen. Dazu muss ich mich jetzt mal umdrehen. Stopp. Zack, und jetzt können wir dahin. Ja, 17. Wir könnten jetzt das Ding benutzen, aber ich bin zu faul. So geht doch schneller.
Oh, 66 haben wir nicht. Gehen wir wieder. Das wird unser vorletztes Gebiet sein, wo wir reingehen. Sage ich euch gleich. Also es wird nicht das letzte Gebiet sein, wo wir reingehen. Das war jetzt Quatsch, oder? Da brauche ich jetzt auch noch nicht reingehen. 43 Orbs. Ne, brauche ich nicht. Ja, wobei, wir können mal reingehen. Seht ihr? 48 Orbs. Da unten ist auch nichts. Ich hab's vorhin probiert. Da ist nichts. Ups. Jetzt müssen wir ganz nach oben. We took the Watchers from their home. We pushed them. They fought back. Return them to the planet. End the fight. Oh hell, you don't know the first thing about that device she's brandishing so nonchalantly. Why am I even bothering? Satellite Access. Das ist unser nächstes Gebiet. Und wir nehmen noch auf. People don't like to hear that the soul is merely an array of chemical signals. That what it's like to be you is just the byproduct of a very powerful computer. Log 18. If you explain a magic trick by reference to magic, you've not explained a damn thing. Na egal. So, jetzt hüpfen wir erstmal über den drüber. Hier können wir ja nicht reinswappen. Das ist ganz einfache Lösung, wirklich. Ich glaube gar nicht, wie lange ich da gebraucht habe. Wir stellen uns hier davor, einen hier drauf, soweit dass er einen Knopf drückt, rüber und swap. Oh mein Gott, ihr glaubt nicht, wie lange ich für die Kacke gebraucht habe. Ich habe gedacht, ah, hier oben, ah, guck mal hier. Ah, da unten ist ja nichts. Ach Gott, das glaubt ihr nicht. No. No, I'm not sure either. Immaterial. You should be in a position to detach the first panel now. I shouldn't need to harry you. I'm sure you're as eager to see your rescue team as I am. Ja. Ich musste mich gerade konzentrieren, weil das war ein bisschen komisch. Das ist ein bisschen komisch, das Rätsel. Man stellt sich ein bisschen hier rein. Er tut einen umdrehen. Geht rein. Tut einen vor ihn ummachen. Sodass er hier einen richtig rummachen kann. Aber er noch nicht runterfällt. Während man hier so weit wie möglich reingeht. Dann geht man mit ihm in den oberen Bereich. Und swap zu dem. Fertig. So, es müsste ja fast schon gewesen sein. Das hört sich so brutal an. Das ist so easy, das glaubt ihr gar nicht. Ich habe auch hier ziemlich lang gebraucht. Man dreht sich um. Geht so weit rechts wie möglich, dass man nicht so viel laufen muss. Swappt einen hier hinten hin. Dreht sich um. Hüpft über diesen drüber, falls man das schafft. Geht hier hin, da man hier noch nicht swappen kann. Swappt man hier und dann ist es fertig. Meine Güte, das ist so ein einfaches Rätsel. Das glaubt ihr gar nicht. Hier ist sonst nichts hier oben. Aber neuer Stein. Something has changed. You have a new trajector. We will rejoin the great chain. Ja, okay, ihr wisst schon. Jetzt könnten wir theoretisch runter. Und was wir auch machen werden, wir gehen jetzt runter. Und wir gehen vielleicht doch in der richtigen Reihenfolge. Wir gehen erstmal in die 48. Wir gehen erstmal in die 48. Oh, falsch. Ich muss ja hier rein. Ich wollte eigentlich erst in die 66 reingehen. So wie sonst. Machen wir es halt so rum. Ist wurscht. Ich hätte mich auch gleich umdrehen können, merke ich. Wow, es dreht sich. Es fährt. Raus. Geil. Gar nicht geil.
Moment. Once our fate was clear, Chalmers and I took steps to protect ourselves. No, the only way to survive is to land the station, to return them home. Ganz einfaches Rätsel. Wir stellen einen da rein, drehen uns um, stellen einen hier rein, swappen in den, gehen nach links, swappen zurück. Vorbei. Ihr glaubt nicht, wie lange ich für solche Rätsel gebraucht habe. Das gibt's gar nicht. Das ist eigentlich so einfach. What if there's no soul to swap? 1829. Dann haben wir diesmal alles in der richtigen Reihenfolge. 1829 Beroop. Ja, hier ist ganz einfach. Könnt ihr euch denken. Jetzt nehmen wir einen Typen, der richtig rumsteht hier. Läuft die ganze Zeit nach links. Der schiebt es vor sich her. Ich zieh. So. Und hochswappen. Beim Hüpfen. Vorbei. Okay, landing gear is moving into position. Trajectory is plotted. Disengage the remaining panels. Dieses Rätsel habe ich. Alter, ihr glaubt es nicht. Ihr glaubt es nicht. Wir stellen uns kurz vor dem Portal, den relativ weit links. Stellen uns, gehen hier rein. Stellen noch einen ein bisschen weiter rechts. So. Jetzt drehen wir uns wieder um. Der muss wieder auf den Schalter. Er muss auf dem Schalter bleiben. Das ist der Witz. Und der obere muss aber runterfallen. Das ist der Witz. Untere aktivieren. Weiter nach links laufen. Jetzt so nach links laufen, dass alle in mich reinlaufen. Ganz wichtig. Das ist verschissen. Ein umdrehen. Hier oben hinstellen. Und jetzt wieder nach oben laufen. Aber ich swap diesmal erstmal zu diesem hier. Wenn der ganz links in Sicherheit ist, einmal, ganz wichtig, mit diesem hier unten, mit dem, was unten gerade steht, hüpfen. Dann nehmen alle ab. Einer hier, swap, ups, linke Maustaste hier swappen, einer hier, zurück, zurück und zack, dann. You should have been able to detach the last panel by now. I hope we were right to trust those survival instincts. So. Damit haben wir die diese Ebene geklärt. Oh, er hat wieder. Das machen wir doch. So. Dann reisen wir hier unten zu dem 66er. Holen uns noch unsere letzten verdienten Orbs ab. Und ein Achievement. Ganz wichtig, wartet bis die Kamera zu euch gezoomt ist und hinten die Sonne rausgekommen ist. Dann stellt ihr euch relativ weit rechts. Ich hoffe, das war so. Hier hoch. Hier hoch und hier rechts. Hey, hallo. Da sieht man, wie gut das manchmal klappt. Da ist das nächste Achievement. Fehlt nur noch zwei. Das war's achte. Ab geht's und runter. Nicht sterben dabei, ganz wichtig. So. Letzten Rätsel nach einer kleinen Fahrt durchs Weltall.
Und ich werde euch ein von beiden Enden zeigen. Wenn ihr das andere sehen wollt, dann müsst ihr das Spiel spielen. Das ist nicht so teuer, ich glaube 12 oder 15 Euro. Das ist ziemlich cool. Das Spiel ist gerade zum vierten Mal durch und 100% schon wieder. ja, also ist geil. Wir machen jetzt wieder die Kreisrunde. Moment, habe ich kein Terminal verpasst? 29, es kommt aber noch. Einmal hier hoch. Demnach ist der jetzt eingesperrt. Wie machen wir das Rätsel hier? Es war schon geil, dass ich da reingelaufen bin. Naja. Achso doch. Wir setzen hier einen drauf. Laufen rüber. Entschuldigung. Wir swappen zu dem. Laufen rüber. Swappen jetzt immer so lange hin und her, bis alle links unten sind. Wirklich alle. Das ist der Punkt, dem ich zu denen gehe, alle einsammle. Jetzt gehen wir hier hoch, setzen alle gegenüber, laufen nach rechts, aktivieren die zwei Schalter und bumm. 106. Alter, ich dachte, ich sterbe. Moment, da fehlen doch welche. Hallo. Da ist die 20. Lok 20. Moment, haben wir nicht was verpasst? War da nicht was? 29. Machen wir gleich, wenn wir drüben sind. Weil von hier ist die Kamera ziemlich weit weg. Müsste aber noch kommen, weil wir sind ja nach unten wieder abgehauen, anstatt nach oben weiterzugehen. So, das ist auch ein ziemlich krasses Rätsel. Erstmal gehen wir nach links. Setzen einen hier drauf und gehen zu ihm. Gehen hier aus dem Roten raus. Setzen einen hier hin. Nach links. Gehen nach rechts, holen den an sich hier rüber, dass wir ein bisschen weiter rechts stehen. Gehen zu ihm. Und wie gesagt, das ist jetzt meine Lösung. Ich weiß nicht, ob es eine bessere gibt. Jetzt gehen wir zu ihm. Und jetzt gehen wir nach links, hüpfen und wechseln zu dem. Und dann den Rest seht ihr. Ja, das war jetzt meine Lösung. Ich weiß nicht, ob das irgendwie besser geht. Ich glaube nicht. Also man muss in dem Moment hüpfen. Weil sonst rauscht er einfach nach oben weg. Und man kommt nie im Leben hinterher und kann den nicht swappen. Meine ich. So, da oben. Und da müsste jetzt eigentlich 8 Stück geben auf einmal. Oh ja, da bin ich jetzt gefailt ein paar Mal. Egal. Mal gucken, ob wir das besser schaffen. Stellen uns hier hin. Einen hier. Einen Sklaven hier. Das ist nur ein Sklave. Also einmal den hier runter und treffen. Und gleich wieder reinswappen. Den hier runterfallen lassen. Hier oben einen hinstellen. Zu dem gegenüber. Und den treffen. Fertig. So, jetzt haben wir 124 und ich habe euch gesagt, der Punkt ist erreicht. Ich sage euch jetzt, dass wir haben alle Orbs, die im Spiel verfügbar sind. Es gibt keine Rätsel mehr. Was schade ist. Aber egal. Wir gehen jetzt erstmal zurück zur Hauptbase. Quasi. Aber nach oben. Hier hin. Und theoretisch müssten wir jetzt noch das Log, das letzte Log und das Achievement kriegen, das vorletzte Achievement, indem wir hier drauf gehen. Wir halten uns dabei ziemlich weit rechts. Wir dürfen keine Geschwindigkeit verlieren, ein bisschen nach links lenken und rechts halten, rechts halten, rechts halten und ganz am höchsten Punkt etwa nach oben swappen, in die Wand rein
So hoch wie möglich und nach links raus. Ganz wichtig, nach links raus. Und wir nehmen immer noch auf. Da ist dieses vorletzte Achievement. Nummer 9. Und das letzte Achievement, da kriegen wir auch so relativ sofort. Es dauert einen Moment noch. Noch einen kleinen Moment, noch einen kleinen Moment, noch einen kleinen Moment. Moment, Moment, Moment. Hallo? Danke. So. Hier brauchen wir dafür 93 für. Doch, um das Ende aufzumachen, braucht man 224. Ha, da ist sie. Oh, 21. Ah, da, Watcher 29 ist auch da. Somit haben wir alle Terminals. Was geil ist. Was uns aber gar nichts bringt. Wir aktivieren das, tun rumfliegen. Auch hier gibt es nichts. Überhaupt nichts. Ist aber nicht so groß. You're wondering, I suppose, how a person could survive here so long. I've had time to wonder that myself. My conclusions are non-cognitivist in character. The terms person and survivor too ambiguous for reasonable discussion. So, jetzt sind wir hier drin. Wie zu spät. Nein. So, wir könnten hier nochmal Erledigungen machen. Und wirklich, das sind, glaube ich, die letzten Erledigungen, die wir hier machen können. Diesen Raum kennen wir auch schon. Kennt ihr vielleicht schon. Der Raum mit den Brains. We don't have time for this. There's something I have to show you. Load up the specimen holding log. So, eine der letzten Cutscenes. Where are you? Who said that? Both good questions. I can only answer the former with certainty. It took us years to... We are currently inhabiting these brains. We are these brains. Do excuse Dennett. Some people don't realize identity theory is more out of date now than when we sealed ourselves in here. We had a choice, Dennett. Die out there, starve in here. Or use the swapper device to inhabit these research specimens and await rescue. I'm not proud, but which would you choose? In retrospect, certainly not the option we took. I know what you think. I was asking her. I'd have to believe you first. The evidence is right there. Take a look. Wait. What you're telling me isn't possible. Tell me who just materialized in front of my eyes. Tell me who I just ejected into space. You ejected your clone. Perhaps your clone ejected you. Does it really matter? You're still yourself. Copies of copies of copies. What's important now is that we get off this station. The ship I came here in is fried. I have a rescue team on the way. They'll be here in a day's time. Not soon enough. Why not? There's a life form on this station that will kill us in a matter of hours. And you just unsealed the only shielded section. We were safe in here for decades. There must be something we can do. There might be, but not like this. You have to use the device to release me. Swap places with me, just until I can put things right. It's not as simple as that. You can't make me do that. I won't do it. Even if I were in a position to make you do it, I wouldn't. You have the same choice we did. You can die here, or you can do what you have to go on. Thank you.
Jo. Weiter geht's. Da ist es. Moment, wie viel war denn nicht noch eins? First you swap us into brain specimens for a century, then you talk this girl into using the device. Now look at us. We are three different people locked into one body by your damn swapper. Does crazy even apply here? My mind was my own when I came here. You two can think what you like. I am going to land the station. You're going to kill us all? Good. We should have done it my way. Incredible. After all these years, you still cling to these dogmatic intuitions about the soul. The device doesn't work like that. You wanted to swap with the head watcher and take control? It would have destroyed you. I don't believe you can adequately explain how you know that, so I defer to the simplest explanation. Not a soul necessarily, but something which remains, even if the physical facts change. After all, we've been through countless bodies, but I still feel myself. If I'm right, then how would you ever know? I want to know. Please, let's keep things civil now. You've taken everything. You've given me no choice. Please don't. There's only one way to be sure. Ja, die hat getauscht mit dem Brain, was nicht so gut war. Okay, da sieht man auch, dass sie eigentlich Swapper sagen. Hört sich aber irgendwie nicht so cool an. Hier ist der Raum mit den Brains. Nur für 100% laufe ich halt nochmal rein. Sonst nicht. Und hier hinten ist halt das Terminal von vorhin, wo er die Tür unten öffnen wollte. Sagen wir es mal so. Und nichts ist. Jetzt gehen wir wieder hoch. Und da hoch, was ich da runtergeholt habe. Hä? Hallo? Danke. Und holen uns das letzte Achievement. Denn jetzt kommt. Ja. Ich glaube, der vorletzte Raum. Mit ganz vielen Steinen. Hier ist der Moment, an diesem wir diesen Sprung ausführen müssen. Wir benutzen das als eine Rampe und hüpfen hier hoch. Und gehen nach rechts. Und Achievement unlocked. 100% Baby. Damit habt ihr jetzt auch 100% aller Terminals gefunden. Hoffe ich doch, mit diesem. Ja, wir sind krank, wir werden sterben. Ja, außer. Ja, doch noch einer. We'll be with you in approximately 13 hours, Theseus. That's 1-3 hours. Out. Also, seht ihr, 124, man braucht alle Orbs, die es im Spiel gibt, sonst geht's nicht zum Ende raus. Also, wie gesagt, zuerst tun wir uns hier mal alles anzeigen lassen und ihr lest euch das durch und ihr drückt Pause, weil ich werde nicht allzu lange lassen.
Mir fällt gerade auf, da gibt's ein paar nicht. Seht ihr Fragezeichen? Da gibt's ein paar Zahlen nicht. Wir haben wirklich alles aufgesammelt. Weil hier sieht man auch Watcher Fragezeichen. Das heißt auch schon, dass es nicht dazugehört. So, das waren halt die Steine, wie es aussieht. Was merkwürdig ist, dass es halt so ein paar Steine gibt. Aber nachher... schon ein bisschen merkwürdig, dass es da nicht zwischendurch noch was gibt. Voila. Muss ich gar nicht klicken. Jetzt nochmal die letzten 10. Die Achievements. So, jetzt möchte ich noch mal was ganz kurz an der Karte gucken. Dass man noch nicht rauszoomen kann, ne? Wieso sind da noch welche? Bin ich an dem Moment gestorben oder was ist da? Ach
ja stimmt. Hä, da waren wir doch aber auch schon. Ach, Moment, es sind neue gespawnt. Das ist ja interessant. Die werden wir uns jetzt holen. Ich hab ja gesprochen, 100%. Und das machen wir jetzt. Okay, dann hatte ich doch keine 100% sonst. Ich hoffe, ich komme wieder runter. Ist auch wurscht. Nein! Ich kann doch hier nicht. Ach Mann. Einen Moment, ich will noch mal kurz außen rum. Dass wir uns gleich ein bisschen Weg sparen. So, ist hier der Porterraum? Nee, der ist da links. So, jetzt gehen wir mal. Aber das Terminal hatte ich doch schon. Könnt ihr mir doch bezeugen. Da waren wir ganz am Anfang. In diesem Terminal. Hä? Terminal? Ach, da unten. Ach so, das war das hier. Das ist uninteressant. Also, Mysterious Rock Sample ist hier. Aha. Oh, das überlebt er nicht. Ey, Moment, das war ja wirklich noch nicht hier. Sagen wir mal so, es gibt einen Weg hier raus. Doch muss ein anderer Mann dafür quasi sterben. Oh, schaffe ich nicht. Hey, ich hab doch gewechselt. Ach man, jetzt muss ich mich den wiederholen. Bisschen dürflich. Ups. Okay. Die ein bisschen Brainfuck gerade. Da ist nichts. Ah doch. Da auch. Boah, interessant. Gehen wir zuerst mal bei dem hier. Ja, aber vielleicht besser anders zu gehen. Ja, es wäre besser anders hochzugehen. Ach so. Das ist auch ein neuer Rock. Für jeden, den wir geheim, den wir gesehen haben, ist ein neuer gekommen. Das war nochmal die erste Nachricht von dem. Ihr seht, es geht immer noch weiter. Und das fehlt immer noch. Alles da. Your mind is only your brain. There's no such thing. As a swapper. Don't listen to them. Mhm.
Also gibt's, habe ich doch recht gehabt. Aber das sind nur so Geheime, die ich eigentlich, die habe ich jetzt nicht geholt, die paar extra. Ist alles gedreht. Da ist einer. Oh, jetzt müssen wir hier durchlaufen. Hier war das Rätsel mit dem Gravitat, mit dem Strahl. Ach, guck mal. Das tut ein bisschen verstören. Unten ist noch einer. Und da oben ist noch einer. Gehen wir erstmal den unteren holen, dann den oberen. Das ist immer nach links. Achso, die Tür, welche wir aufgemacht haben, macht auch Sinn. Oh, da müssen wir hinlaufen. Ja, nicht unbedingt. Also laufen nicht unbedingt. Da gibt es einen Transportstrahl. Das ist das, wo wir vorhin gekommen sind. Ganz unten links. In den Gardens. Ganz am Anfang, ey. Die sagen das nur einmal. Und danach kommt so eine kryptische Nachricht raus, was auch interessant ist. Aber immer eine andere. Schon. Dann gehen wir erstmal zum Sportler. Ja, da sehen wir gerade mal was Neues, weil ich habe nicht nochmal auf die Karte geguckt, nachdem ich es durchgespielt habe. Ich dachte, über 100%, fertig. Okay, holen wir uns heute noch den Rest. Ist kein Problem. Hey, hallo? Danke. Und da oben ist noch einer. Da. Ja, okay. Oh, ganz unten links. Er ist vielleicht besser, kann ich schneller drüber. Ein bisschen langsamer runter. We are all learning now. Aha, gucken wir jetzt aber nochmal. Die trotzdem 31 Watcher ist fertig. Der richtige Watcher ist fertig mit 31. Und dann sind das sind hier nochmal Geheime. Das ist ja interessant. Falsch. Eins höher. Jetzt gucken wir noch einmal, dass wir keinen verpassen. Das ist der allererste Anfang anscheinend, oder so ähnlich. Keine grünen Sachen mehr. Da ist nichts mehr, da ist nichts Grünes, nichts Grünes, nichts Grünes. Ich kann auch nicht schneller gehen, das ist ja der Witz.
mal hier. Hier ist nichts. Ja gut, aber ich werde euch wirklich gesagt nur ein Ende zeigen. Gleich. Jetzt sofort. Das zweite solltet ihr euch irgendwo gucken. Oder woanders gucken. Oder kauft es am besten und spielt es einmal selber durch, weil das ist richtig cool. Das muss ich da extra wieder hoch, sagst du. So, da müssen wir hin. Und finale Zeit. Die finale Zeit. Jetzt haben wir doch alles gesehen. Und ich bin auch überrascht, was ich noch gefunden habe. Nein, das war falsch. So. Ja, jetzt haben wir wirklich 100. Deswegen habe ich das gemacht. Kommen wir schneller hoch. Und auf geht's. 124 Punkte. Diesmal gehen wir links. Ist ja wurscht. Aktivieren wir das. Theseus Landing Sequence activated. So. Das letzte kleine Rätsel. Naja, was Rätsel? Das ist kein Rätsel hier, das ist Quatsch. Zack, zack, zack und zack. Man wird so gesagt nochmal gezwungen, seinen Körper zu tauschen. Ja. Das ist unsere letzte Sache, die wir jetzt machen können. Wir können nichts mehr machen, außer warten. Responding to SOS request. Stand by for risk analysis. Ground ship. Subject checks out okay, but readings are off the scale. Recommend full quarantine protocols during extraction. Over. Don't worry. We're gonna get you home. Our ship to ground. We don't have that facility on board. And we're not confident we can safely extract without it. Over. What are your orders? Over. Take every precaution and return to ship. Out. I'm sorry. Jetzt gibt's die Möglichkeit. Jetzt freeze das Spiel. Left Mouse Button to swap oder E to stay on the planet. Und ich habe schon beides gemacht. Und spektakulärer ist dieses. Wir bleiben auf Planeten und sterben alleine. Und das Ende, was da drin ist, das müsst ihr euch schön angucken. Das könnte ich auch machen, aber noch dazu schneiden, nochmal durchspielen. Hätte ich vorher noch mit aufnehmen können, nochmal separat, aber nee. Das lasse ich euch schön mal selber spielen. Das ist nämlich ein sehr schönes Spiel.
Ich kenne mittlerweile alle Rätsel auswendig. Ich weiß, wie ich sie durchgespielt habe. Merkt ihr ja schon, dass ich die ziemlich gut kann. Dass ich das jetzt zum fünften Mal spiele. Ne, Moment. 1, 2, 3. Ja, zum vierten Mal. Egal. Okay. Viel Spaß am Ende. Da ist noch ein bisschen was zu lesen. Da kommen nämlich noch ein paar so Steine. Oder Brains. Wie man es sehen will. Er kann nichts mehr machen. Er ist allein. Ciao. Bevor nun der Abspann kommt, möchte ich euch noch einmal zeigen, was passiert, wenn man das andere Ende wählt. This is Rescue Charter 509 Alpha responding to SOS request. Stand by for risk analysis. Ground ship. Subject checks out okay, but readings are off the scale. Recommend full quarantine protocols during extraction. Over. Don't worry. We're gonna get you home. Our ship to ground. We don't have that facility on board. And we're not confident we can safely extract without it. Over. What are your orders? Over. Take every precaution and return to ship. Out. I'm sorry. That's confirmed. She's just jumped. Repeat, subject no longer in range. No life signs detected. Marcus, what happened? Damn it. That's the third casualty this month. Marcus, debrief. He doesn't seem himself. How can you tell? Would you look at him? Looks like Marcus to me. Readings are worse than we thought. Computer's pulling us out of here. Take your places, people. Who was she anyway? Just another opportunist. Call out doesn't say. Does it matter anymore?